Wann muss ich den Blutverdünner pausieren? In der Regel setzen wir den Blutverdünner nur am Untersuchungstag am Morgen vor dem Eingriff ab. Am Abend, nachdem der Druckverband entfernt wurde, darf der Blutverdünner üblicherweise wieder eingenommen werden. Das sagen Ihnen die Ärzte auf Station. Nach dem Eingriff ist es ganz wichtig, für 3 Monate den Blutverdünner einzunehmen, weil hier ein besonders erhöhtes Risiko für Schlaganfälle besteht. Wie es danach weitergeht, besprechen wir anschließend in der Rhythmussprechstunde, ob Sie dann den Blutverdünner absetzen dürfen oder er weiter eingenommen werden muss.